Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr heute mal wieder dabei seid und zuschaut. Ich möchte euch heute die Mini-Version einer ganz interessanten Gaming-Maus zeigen, die ich euch vor, naja, etwas längerer Zeit schon hier auf meinem YouTube-Kanal präsentiert habe. Und zwar kommt die von Wixing in diesem schmucklosen weißen Karton hier nach Hause. Das Einzige, was auf eine Maus schließen lässt, ist dieser noch schmucklosere Barcode-Aufkleber hier. Da sehen wir nämlich, was sich hier überhaupt drin befindet. Bei dieser Maus handelt es sich um ein OEM-Produkt, welches ja von diversen Herstellern gelabelt und verkauft wird, baugleich sozusagen. Wir schauen hier ganz einfach mal rein. Die Maus in Luftpolsterfolie, wie sich das gehört, und ein Users Manual auf diversen Sprachen, unter anderem tatsächlich auch Deutsch. Hier sehen wir einmal die Bestandteile der Maus und auf der rechten Seite mehrsprachig, wie gesagt, die Erklärung. Das Ganze kabellos natürlich, sagte ich das schon, mit einem Mini-USB-Empfänger, welcher auch hier an der Unterseite der Maus eingesteckt und damit transportiert werden kann. Eine kleine Produktbeschreibung. Wie benutzt man? Was machen Sachen? Das schauen wir uns jetzt an, wie man benutzt. Hier ist sie, die kleine Mini-Schnurlosmaus von Wixing. Und das Lustige daran ist, ja, dass die wirklich wie so ein kleiner Bruder von der großen Maus wirkt, die ich euch hier gerade mal eben einblende und natürlich auch mein entsprechend, wie gesagt, etwas älteres Review schon verlinke hier. Dieses Exemplar hier hat auf jeden Fall ja genau die gleiche ergonomische Form, zum Beispiel hier an der rechten Außenseite die gleiche leicht gummierte, naja, gummiert ist das nicht wirklich, so ein bisschen bremsender Kunststoff irgendwie, die gleiche Oberfläche und auch die ja gleiche linke Außenseite, das schöne gemütliche Bett hier für den Daumen, auch für so Riesendaumen wie meinen hier. Das ist dann tatsächlich etwas gummiert, aber all diese Bestandteile, all diese Seiten der Maus, die gleichen, wie gesagt, ihrem großen Bruder, nur halt hier in etwas kleinerer Ausführung. Vor- und Zurücktaste fürs Surfen im Webbrowser. Hier die DPI oder in diesem Fall CPI-Auflösung. Ich weiß nicht, wofür das steht. Damit wir die Auflösung natürlich auch im laufenden Betrieb ändern können. Eine linke und eine rechte Maustaste, zugegebenermaßen nicht die leisesten. Dafür, naja, läuft das Scrollrad aber zumindest relativ leise. Lässt sich natürlich auch als mittlere Maustaste drücken. Und an der Unterseite haben wir dann den optischen Sensor. Ein Batteriefach für die Stromversorgung, die hatte ich natürlich noch gar nicht erwähnt, die erfolgt mittels einer ganz handelsüblichen AA-Batterie oder einem AA-Akku. Und hier ist er dann leicht rausstehend offensichtlich. So lässt sich die Maus ja mit eingestecktem Empfänger gar nicht benutzen, sie kippelt tatsächlich. Aber das ist gut, dann werden wir immer daran erinnert, wo der Empfänger ist, nämlich hier unten mit ET-Aufschrift, Eastern Times Technologies. Das ist nämlich auch noch so ein Hersteller, der ja diese OEM-Produkte hier fertigt. Hier finden wir jetzt nämlich auch die Bezeichnung ET und nicht mehr Wixing. Das ist bei diesen Produkten ein bisschen verwirrend zum Teil. Hier auf jeden Fall der winzige USB-Empfänger und ja, ich denke, mehr gibt es nicht zu sagen. Deswegen schließen wir das gute Stück mal an und schauen, wie die ihren Dienst verrichtet. Komm mit. So, eine gute Woche ist vergangen. Für euch nur ein kleiner Moment, dank Videoschnitt. Ich habe die Maus jetzt mal im Alltag hier auch an meinem Haupt-PC auch zum Zocken und zum Arbeiten benutzt. Also die hier in meinen Hauptbetrieb mal eingebunden. Wie gesagt, ungefähr eine oder anderthalb Wochen lang, um das mal beurteilen zu können. Und ja, was soll ich da groß zu sagen? Es ist halt eine Maus und sie funktioniert, wie man es von einer Maus in der Regel erwarten würde. Es gibt keine großartigen Besonderheiten, weder positiv noch negativ, außer eine kleine negative, die insbesondere vielleicht für Spieler, Zocker oder eben auch Leute, die irgendwelche filigranen oder langsamen, pixelgenauen Mausbewegungen ausführen möchten. Und das ist die Tatsache, dass die Maus immer dann, wenn der Mauszeiger zum Stehen gekommen ist, erstmal kurz angetickt werden muss, also ja, 2-3 mm bewegt werden muss, bevor der Mauszeiger sich wieder erneut auf dem Bildschirm bewegt. Das ist aber kein Input-Lag irgendwie, keine Eingabeverzögerung, denn wenn man die Maus einmal bewegt, wenn sie einmal läuft, dann gibt es überhaupt gar keine Probleme, was die Reaktionszeit angeht, ist eben nur, wenn sie stehen bleibt, so wie jetzt, und ich möchte dann eine kleine Mausbewegung ausführen, pixelweise, dann muss ich sie erst so ein kleines bisschen antippen, dass der Mauszeiger wieder zum Leben erweckt wird. Und das kann ja bei filigranen Mauszeigervorgängen, wie gesagt, manchmal ein bisschen nervig sein. Ansonsten gibt es keinerlei Probleme. Anderthalb Wochen, wie gesagt, Nutzungszeit mit einem solchen standardmäßigen AA-Akku hier. Den habe ich jetzt mal eben rausgenommen, da ich euch zeigen wollte, dass das hier unten ein kleines bisschen verschmutzt ist. Vielleicht auch noch ein kleiner Nachteil. Das Fach
für den kleinen USB-Empfänger hier. Aber der Akku, wie gesagt, anderthalb Wochen, absolut keine Ermüdungserscheinungen. Ich denke mal, da sollte auch noch die eine oder andere Woche drin sein. Was nicht ganz so schön ist, das sieht man jetzt hier auch schon wieder. Ich habe sie extra noch vor dem Video ein bisschen gereinigt, abgewischt. Für optikbewusste Menschen, naja, es kommt jetzt nicht wirklich rüber hier im Video. Meine Hände sind wahrscheinlich jetzt zu trocken. Die Maus verschmiert ziemlich schnell. Jetzt kann man es ein bisschen sehen hier oben an dieser leicht mattierten, leicht gummierten Oberfläche. Aber wirklich herausragend Negatives gibt es dazu nicht zu berichten. Außer wie gesagt, diese kleine Sache mit dem Anticken des Mauszeigers. Das kann manchmal ein bisschen nervig sein, wenn man zum Beispiel sekundenweise irgendwie in ganz feinen Schritten in einem Video hin und her spulen möchte, an der Zeitleiste ziehen möchte. Da muss man erst immer so ein kleines Stückchen rucken, damit der Mauszeiger auch wirklich kommt. Das hätte man besser lösen können. Ansonsten verarbeitungstechnisch und auch funktionell ein schönes Teil, zumindest als Zweitmaus, als Erstmaus aus genannten Gründen vielleicht, wie gesagt, nicht. Dafür ist sie für meine Hände aber auch sowieso zu klein. Ich danke euch für eure Zeit, denn mehr kann ich nicht erzählen. Das Video ist sowieso für ein Maus-Review, denke ich, schon wieder viel zu lang geworden. Weitere Reviews und sonstige Videos findet ihr auf meinem Kanal. Und über sonstiges Feedback freue ich mich natürlich auch, wie immer, insbesondere über positive Daumen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und verabschiede mich von euch. Macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao. Yeah.